Hallo und herzlich willkommen hier pünktlich zwischen den Jahren zur Sprechstunde Nummer 5. Ich bin tatsächlich mal brandaktuell an der Aufnahme. Dieses Video ist wirklich, man kann es nicht vorproduziert nennen. Heute ist der 28.12. Schon morgen seht ihr dieses Video. Also für euch habe ich das Video gerade gestern aufgenommen. Und wir haben zum Beginn erstmal ein kleines Jubiläum zu feiern, denn dieses Format Sprechstunde, das wurde vor ziemlich genau einem Jahr hier auf diesem Kanal von mir eingeführt. Ja, ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber wenn ihr irgendwelche Glückwünsche schreiben wollt, dann könnt ihr das mal machen. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest hattet. Die letzten Jahre waren ja schön turbulent. Hoffen wir, dass das nächste Jahr ein bisschen ruhiger wird. Heute in der Sprechstunde habe ich eine Fülle an Themen, die wir besprechen. Und los geht's erstmal mit etwas Fotografischem. Meine Top-Kameras, die 2023 rausgekommen sind. Zunächst mal aus dem Hause Panasonic die G9 II und die S5 II, beziehungsweise ich glaube S5 IIX heißt die eine. Also eine Micro Four Thirds und eine Vollformat-Kamera. Gute Kameras, Verbesserungen im Video- und Autofokusbereich, für mich dennoch nicht so wahnsinnig interessant, weil nicht ganz so viele Megapixel. Ich habe ja aktuell 20 und die haben, glaube ich, 20 und 24. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Und wenn ich mir eine neue Kamera kaufen würde, dann hätte ich gerne ein bisschen mehr. Nicht so 40 oder 50, aber 30 wären schon ganz gut, dass man die Bilder dann auch mal ein bisschen größer ausdrucken könnte. Vielleicht in einem größeren Kalender oder so. Abonniert den Kanal, dass ihr da nichts verpasst, denn da wird es vielleicht Ende nächsten Jahres ein kleines Ankündigungsvideo geben für einen Kalender, der dann vielleicht für 2025 ist. Wir bleiben aber nicht nur bei Panasonic, bei den Kameras, denn die Sony ZV-1 Mark II fand ich auch sehr spannend. Also die eigentliche ZV-1, ich glaube, die kam vor 3-4 Jahren mal raus. Und das war eine Kamera, die fürs Vlogging gedacht war. Aber die war dafür nicht wahnsinnig gut geeignet, weil die Brennweite ganz klassisch war. Ich glaube, ab 25 mm im Weitwinkel geht es los. Für Vlogging ist es nicht so wahnsinnig toll geeignet. Jetzt die neue hat, glaube ich, 18 oder 20 mm, also deutlich besser geeignet. Aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, da irgendwas zu kaufen, weil ich Vlogging irgendwie nicht so wahnsinnig viel betreibe. Ich fotografiere dann lieber, wenn ich zum Beispiel in irgendeiner anderen Stadt bin. Dafür aber auch gut geeignet ist die nächste Kamera, die DJI Osmo Pocket 3. Ja, das Osmo ist wieder zurück im Namen und das war, glaube ich, so mein Kamera-Highlight dieses Jahr, kann man schon sagen. Denn ich hatte die erste Generation der Osmo schon mal in der Hand und die war sehr gut, auch die Bildqualität war eigentlich ganz in Ordnung. Aber dieses Display war so winzig klein, dass man darauf nicht mal den Fokus richtig kontrollieren konnte. So. Und jetzt dieser neue Bildschirm, den man da so rumdrehen kann, um die einzuschalten, das ist wirklich sehr toll. Aber auch da habe ich noch keine Kaufentscheidung gefällt, weil ich dann doch eben lieber ein bisschen mehr fotografiere als filme. Und zur Not, was heißt zur Not, kann man natürlich auch mit einer normalen Kamera dann auch noch filmen, sogar in 4K und was weiß ich nicht alles. Wobei diese Osmo Pocket dann auch irgendwie 4K 120 oder sowas kann. Da muss man mal den Bitrate ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist das wahnsinnig spannend. Dieses Jahr kamen natürlich noch einige andere Kameras von anderen Herstellern heraus, aber die interessieren mich nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn euch noch eine bestimmte Kamera interessiert, ich irgendwas Bahnbrechendes übersehen habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wo ihr euch dieses Video hier gerade anschaut, muss ich feststellen, dass die wenigsten, die das gerade tun, diesen Kanal überhaupt nur abonniert haben. Und das würde ich euch natürlich unbedingt empfehlen, denn ihr verpasst zum einen keine zukünftigen Videos mehr, sondern unterstützt mich hier auch bei meiner Arbeit, dass es immer weiter solche tollen Videos hier geben kann. Deswegen wäre es ganz nett, wenn ihr das mal machen könntet, so als kleines Weihnachts- oder Neujahrsgeschenk. Und dann machen wir hier auch schon direkt weiter mit meinem neuen Smartphone. Ich hatte es ja schon in der letzten Sprechstunde angekündigt. Ich liebäugelte damit, mir ein neues Smartphone zu kaufen, aus diversen Gründen. Und ich habe es jetzt endlich getan. Mein neues Smartphone ist das Samsung Galaxy S23 hier in der Hülle. Und zunächst mal direkt Preis zu teuer, auch wenn ich glaube 650 Euro ich bezahlt habe und es ursprünglich aber fast 1000 Euro gekostet hat, ist trotzdem wahnsinnig viel Geld für ein Smartphone und auf jeden Fall auch eigentlich zu viel für mich, weil ich mein Smartphone eigentlich versuche gar nicht so häufig zu benutzen, weil der Bildschirm ja so klein ist und es ist dann nicht gut, wenn man immer so da sitzt und nur da drauf guckt. Aber ich wollte einfach ein Smartphone mit kleinem Display und da war das einfach eine der wenigen Optionen, die noch da war, wo man auch dann lange Software-Updates kriegt. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hier getroffen. Mit der Hülle, die etwas kompakter ist als meine alte Hülle, ist das sogar ein bisschen kleiner als mein altes Smartphone vom Gesamtpackmaß her. An sich ist das Display aber ein bisschen größer, wir können es ja auch mal anmachen. Ja, ich habe immer noch mein altes Windows Insider-Hintergrundbild. Das gefällt mir so gut, das habe ich wirklich seit Jahren da drauf.
Ja, es ist einfach ein tolles Smartphone, was soll ich sagen? Display ist gut, Kamera ist gut, alles besser als vorher. Man kriegt schöne Software-Updates. Die Software gefällt mir auch besser, als ich gedacht hatte. Ich war ja von den Neuerungen bei One UI nicht immer ganz so begeistert, dass es immer zu so breiteren Balken wird. Aber wenn ich jetzt auch mal auf dem Stock-Android, auf dem Pixel oder auf dem Motorola gesehen habe, sind diese Schnelleinstellungen gerade so überdimensional riesig, dass man da irgendwie den halben Bildschirm mit verdeckt und trotzdem nur drei Einstellungsmöglichkeiten hat. Das ist hier besser. Wir können es uns auch mal anschauen. So sieht das Schnelleinstellungsmenü aus. Ich hoffe, ihr könnt das hier einigermaßen sehen, wenn es die ja, es spiegelt ein bisschen mit den ganzen hellen Lichtern. Aber so viel zu meinem neuen Smartphone. Wenn ihr dazu irgendein Video sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hatte da jetzt eigentlich nichts geplant. Ja, aber hoffen wir mal, dass es noch lange hält. Wer weiß, in 5, 6 Jahren, wenn ich es vielleicht immer noch habe oder dann gegen ein neues ersetze, vielleicht gibt es dann überhaupt keine Smartphones mehr. Wie gesagt, wenn euch dazu irgendwas interessiert, schreibt es in die Kommentare. Da können wir auch gerne ein Video dazu machen. Ganz anderes Thema, denn neben Fotografie und Film und hier diesen YouTube-Videos machen, mache ich natürlich auch noch andere Dinge hier in meinem Leben. Und dazu gibt es eine kleine Ankündigung. Tragt euch den 12.07.2024 schon mal in euren Kalender rein. Ich werde euch noch nicht sagen, was da genau kommt, aber so einen kleinen Teaser können wir schon mal machen. Ich drehe mal die Beleuchtung hier etwas dunkler. Das hier ist, ne, nicht so dunkel, so dunkel. Aber dann könnt ihr mal hier sehen, was hier drauf gezeichnet ist. Ich glaube, so sieht man es einigermaßen. Und ihr könnt schon mal in den Kommentaren ein bisschen spekulieren, was es damit auf sich hat. Und am 12.07., ich weiß, es ist noch ein bisschen, da werdet ihr dann darüber in Kenntnis gesetzt. Und ich sag mal so, es wird euch auf jeden Fall überraschen. Und ich kann auch schon mal so viel sagen, auf Papier ist damit nichts. Das war eben nur so eine Vorlage, die ich mir gemacht habe. Es hat mit diesem schicken Lenovo-Stift hier zu tun. Rätselt dafür, lasse ich weiter und tragt euch diesen Termin in den Kalender ein, denn es wird wirklich spannend und es wird, glaube ich, auch von der Dimension hier etwas, was ihr euch nicht hättet vorstellen können und wahrscheinlich auch dann immer noch nicht vorstellen könnt. Aber ich arbeite wirklich schon lange daran und jetzt habe ich auch noch mal über ein halbes Jahr Zeit daran weiterzuarbeiten und alles noch etwas zu verfeinern. Wobei man sagen muss, was ich euch da zeigen werde, ist auch nur ein Teil eines riesigen Projekts, was man vielleicht dann auch mit der Community gemeinsam machen könnte. Bleiben wir bei Dingen, die ich in diesem Raum mache. Gut, das, was dieses Projekt mache ich meistens da hinten an meinem Schreibtisch, den ihr immer im Hintergrund dieser Videos seht. Was ihr aber, glaube ich, noch nie oder vielleicht einmal in einem Video gesehen habt, ist mein Fernseher. Ja, ich habe einen Fernseher, oh Wunder, der hängt praktisch an der Wand, jetzt von mir aus gesehen, rechts von meinem Aufnahmetisch. Und da bin ich aktuell etwas am Umbauen. Der Fernseher hängt jetzt erstens an der Wand, ich hatte es ja schon erwähnt, und hat eine schicke Hintergrundbeleuchtung. Aber ich werde auch sonst noch einiges ändern. Ich werde Kabel verlegen. Ich habe mit WLAN experimentiert, aber ich werde wieder ein Netzwerkkabel dahin verlegen, weil der Empfang einfach nicht so wahnsinnig gut ist. Dann werde ich die Kabelführung komplett überarbeiten. Die Kabel werden alle unter den Leisten verlegt und noch so eine Schiene zum Fernseher wird hochgehen an der Wand, dass man die Kabel da auch nicht sieht. Denn ich plane auch die fast schon leere Kommode da wegzutun. Da sind aktuell nur noch ein Drucker und ein paar Weihnachtsschokoladendinger drin. Und dann wird da noch vielleicht so ein kleines Brett als Rowboard hinkommen. So schönes dunkles Holz, wie ich es auch hier am Tisch habe. Irgendwie so Akazie oder was gibt es da noch? Nussbaum oder gut, ich glaube Olive in der Größe wird ein bisschen teuer. Das werde ich dann noch hinmachen und dazu werde ich euch dann auch ein bisschen informieren. Abonniert wie gesagt gerne den Kanal, denn dann verpasst ihr es auch nicht, wenn ich nur ein paar Fotos auf dem Community-Tab poste. Und ich bin noch immer überlegen, ob ich auf dieses Robot dann eine Soundbar drauf mache. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, aber eigentlich wäre das mal ein Update wert, denn hier, wenn ich mal ein bisschen Musikshows oder Musik hören will, das bin ich hier eigentlich ein bisschen aufgeschmissen. Klar, ich habe an meinem Computer da Lautsprecher, aber das ist natürlich auch, dann sind die irgendwie neben der Couch, wenn ich da sitze. Das ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig prickelnd. Zur Umgestaltung dieses Raums habe ich aber auch noch eine Frage an euch. Ihr seht ja bei mir, die Wände sind eigentlich ziemlich kahl. Gut, da hängt jetzt ein Fernseher dran und hier stehen schon einige schöne Sachen herum. Aber was haltet ihr davon, wenn wir einfach ein paar von meinen schönen Fotos, die ich gemacht habe, hier irgendwie an die Wand hängen? Vielleicht im Hintergrund da, vielleicht neben dem Fernseher. Das kann ich euch dann ja mal zeigen, wenn das alles da fertig ist. Ich habe immer ein paar Kalender hier rumhängen. Die liegen jetzt gerade auch doch, die liegen griffbereit. Ich hoffe, ich mache mich keiner Urheberrechtsverletzung schuldig. Ich weiß gar nicht, was für Kalender das sind. Die gehören zu meiner Einrichtung. Hier einmal Esel und einmal Hasen habe ich dieses Jahr. Die werde ich auch schön hinhängen.
Aber wie gesagt, dazu vielleicht noch ein paar Bilder, vielleicht da hinten irgendwie über den Schreibtisch, über die Couch, über den Fernseher. Gut, hier am Aufnahmeset, dann werde ich nichts an die Wand hängen, wenn ich den Tisch nämlich sonst dagegen schiebe, dann fallen mir die Bilderrahmen darunter. Aber an sich, wenn ihr dazu irgendwelche kreativen Ideen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. So, alle IT- und Speicherexperten sollten jetzt einmal abschalten, dass sie nicht vom Glauben her abfallen, aber ich habe auch gerade neulich meine Backup-Lösung ein bisschen überarbeitet, Backup in Anführungszeichen, denn ich hatte vorher immer zwei Festplatten, 4 Terabyte, die eine immer auf die andere gebackupt, wenn ich immer Daten neu hatte. Das war mir aber immer zu langsam und ich muss auch sagen, ich greife auch immer auf eins der Backups immer zu, weil ich da Daten drauf habe, die ich auch ab und zu mal noch benutze. Und deswegen habe ich mir jetzt da ein paar SSDs gekauft, damit das eben ein bisschen schneller und zügiger geht und auch das eine Backup von meinen ganzen Geräten, von den Kameras auf die SSD, dass es ein bisschen schneller geht. Das andere ist ja völlig egal, das kann ja auch irgendwann mal laufen, wenn ich nicht da bin. Und zu diesem Zweck habe ich mir eben SSDs geholt. Hier, die sind in dieser schicken Hülle drin, das sind, ich glaube, mit die günstigsten SSDs, die es gibt von Samsung, hier so drin in diesem schicken Gehäuse. 4 Terabyte groß, dass es eben mit meinen anderen Festplatten harmoniert. Und auch mit USB-C, das ist gut für meine Laptop, da kann ich das dann direkt anschließen. Am besten mit so einem schicken Kabel, von dem Hersteller hatte ich schon andere Festplattenkabel, die kann ich euch gleich auch noch zeigen. Schön aus Stoff, ja, ist nicht so wichtig, aber die sind auf jeden Fall gut. Und dann kann ich das einfach hier anschließen und schneller backuppen und schneller darauf zugreifen. Aber ich habe nicht nur SSDs gekauft, dafür sind sie mir dann doch ein bisschen zu teuer, denn das zweite Backup wird mit den bereits bestehenden Festplatten dann gemacht. Also eine wird da neu formatiert und da kommt dann das neue drauf, denn 4 Terabyte habe ich jetzt bald voll. Ich glaube 3,2 sind schon voll. Und die anderen sind dann hier in dieser Tasche drin, die werde ich auch woanders deponieren. Stichwort so räumliche Trennung, wenn sie komplett voll sind. Und hier sind dann die Festplatten drin. Hier, ich glaube, man kann die Beschriftung nicht so gut erkennen, aber auch alles schön beschriftet. Und da habe ich auch hier diese schönen Kabel mit USB-C auf Festplatte direkt. Das ist jetzt für die nicht mehr so wichtig, weil die wird irgendwo anders deponiert. Da muss ich dann eigentlich nicht mehr drauf zugreifen, die SSD sollte ausfallen. Aber bei der anderen HDD, die dann jetzt in Zukunft befüllt wird, da muss ich dann natürlich regelmäßig die Daten aufspielen. Das heißt, da brauche ich dann schon so ein Kabel, dass ich nicht immer mit Adaptern da irgendwie rum experimentieren muss. Es bleibt technisch, denn jetzt schauen wir mal zu Windows 11, dem 23H2 Update, was ja neulich gerade rauskam. Ich habe es installiert, ich hatte ja vorher immer noch 21H2, weil bei 22H2 waren so ein paar Neuerungen, die mir nicht gefallen haben. Und die Neuerungen möchte ich euch jetzt auch ein bisschen aufzählen und so sagen, was ich davon halte. Zum einen haben wir einen neuen Explorer und Task Manager mit Tabs und Dark Mode und was weiß ich nicht. Alles ist super, sieht schick aus, endlich ein bisschen frisches Design. Benachrichtigungen, das hat mir am Anfang ein bisschen gestunken, weil wir haben jetzt so ein leeres Benachrichtigungsfeld, was früher nicht da war, über dem Kalender sozusagen rechts unten. Das gefällt mir nach wie vor nicht so gut, aber ich kann damit leben und wir haben auch den Vorteil, dass wir da jetzt so ein Stummschaltding haben. Das heißt, da können wir Benachrichtigungen pausieren und müssen dafür nicht irgendwie in die Einstellungen oder so. Und wir haben jetzt diesen neuen Fokusmodus, aber das habe ich noch nicht benutzt, sollte ich aber auch, glaube ich, mal ausprobieren. Dann was mir nicht gefällt, die Schriftart der Uhr wurde geändert. Also ich glaube, alles ist gleich geblieben, bis auf die 1, die hat jetzt Serifen, das gefällt mir nicht. Die Uhr wird breiter, aber ich habe schon einen Weg gefunden, das zu umgehen, denn es gibt eine App, die nennt sich 11 Clock, die gibt es im Microsoft Store und da kann man dann wieder die Windows-Standard-Schriftart auswählen, dann sieht das aus wie vorher. Ich weiß nicht, warum es geändert wurde, aber wer es nicht haben will, der kann sich das mal anschauen. Ich habe das auch bei mir auf dem Tablet, was ich gerade habe, nicht, aber auf dem Laptop, der ja richtige Seite da hinten steht, da habe ich das schon drauf. So, dann dieser Taskleistenstrich mit 22H2 kam der schon, den habe ich jetzt endlich weggekriegt. Also deswegen hatte ich eigentlich 22H2 damals nicht installiert, weil mich der so gestört hat. Aber mittlerweile kann man in Translucent Taskbar, kriegt man auch im Microsoft Store kostenlos, diesen Strich ausblenden. Und früher war es so, dass der dann die Taskleiste abgeschnitten hat, diese Software. Aber mittlerweile wird die Taskleiste dann in ihrer Farbe ausgefüllt. Das heißt auch da keine Nachteile mehr. Trotzdem irgendwie eine Neuerung, die mir irgendwie nicht wahnsinnig gut gefällt, aber man kann sie immerhin ein bisschen umgehen. Die Einstellungen sind jetzt irgendwie zentriert, wenn man auf dem großen Bildschirm ist und wir haben jetzt eine Startseite, ja. Es ist nicht schlecht, aber auch jetzt keine wahnsinnig bahnbrechende Neuerung.
Das Symbol, wenn der Laptop mit dem Strom verbunden ist, das wurde von so einem Stecker zu einem Blitz geändert, hat mir am Anfang auch nicht so gefallen, aber im Endeffekt ist es egal. Wir haben jetzt auch einen neuen Tablet-Modus. Irgendwie kann man jetzt so von unten nach oben wischen, dann ist die Taskleiste größer, weil man keine Tastatur angeschlossen hat. Aber was ich das Beste daran finde, ist, wenn man das deaktiviert, dann werden diese Icons nicht mehr im Tablet-Modus auseinandergeschoben, sondern man hat einfach die ganz normale Taskleiste. Das habe ich auch bei mir so eingestellt, denn ich bin noch nicht so alt oder so tollpatschig, dass ich da irgendwie noch größere Icons brauchen würde. Was aber dafür super toll ist, wir haben Toneinstellungen jetzt in der Taskleiste mit Lautstärke im Mixer und wir können da Dolby Atmos und sowas einschalten. Das ist super. Und auch mit der neuen Einstellungsstart, hatte ich jetzt beinahe vergessen, können wir jetzt den Dark Mode einfach umschalten. Das ist natürlich viel einfacher. Man muss dann nicht mehr in Personalisierung und dann Thema auswählen und was weiß ich nicht alles. Und was nicht mit dem 23.2 Update jetzt direkt zu tun hat, aber dafür mit dem November Update, ist, dass man die Bildschirmtastatur jetzt endlich wieder andocken kann. Da gab es irgendwie einen Fehler, dass diese Schaltfläche weggefallen ist und die musste immer schweben. Jetzt geht's wieder. Auf meinem Laptop, wo ich die Bildschirmtastatur ja eigentlich gar nicht brauche, hatte ich dieses Update schon mit 21H2 bekommen, aber ich glaube, dafür war es auch das letzte Update. Auf meinem Tablet habe ich es jetzt erst bekommen, wo ich es auch brauche, mit 23H2, aber da funktioniert jetzt auch wieder alles wunderbar. Dann bleiben wir im Microsoft-Universum, denn ich habe mit den digitalen Geräten, die ich hier benutze, mit meinem Tablet und meinem Laptop, insgesamt ein halbes Jahr Xbox Game Pass Ultimate bekommen. Ich muss mich aber langsam entscheiden, ob ich das einlösen will, denn mein Laptop ist ja jetzt schon bald 2 Jahre alt und dann läuft das, glaube ich, am 10.01. da ab. Da muss ich das einlösen oder es verfällt halt. Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr Interesse daran, dass ich da irgendwie mal so ein Review-Video dazu mache? Also ich werde jetzt nicht hier groß Spiele spielen und das euch zeigen, das finde ich irgendwie ein bisschen albern. Aber welche Spiele soll ich vielleicht auch spielen? Also ich hatte mir den Microsoft Flight Simulator, gerade wenn es in der Cloud geht, ansonsten reicht meine Hardware dafür nicht aus, mal rausgesucht. Aber wenn ihr noch irgendwelche Ideen dafür habt, was ich da machen könnte, was ihr vielleicht in einem Review sehen wollt, wenn euch das auch interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Und was ich auch wissen muss, ist, brauche ich dafür unbedingt einen Controller oder kann ich das einfach mit der Tastatur und mit Maus spielen? Und keine Sorge, ich habe natürlich auch Mäuse, die nicht nur über Bluetooth gehen. Ja, also nicht, dass ihr euch wegen der Latenz da so viel Gedanken macht, ne? Jetzt kommen wir zu einem allseits beliebten Abonnenten- und Analytics-Update. Aktuell läuft es ziemlich gut und ihr wisst ja, ich mache nicht so spezielle Videos, wenn wir irgendeine Abonnentenzahl erreicht haben, aber ich kann aktuell mal im YouTube-Studio reinschauen und da sind wir bei 187 Abonnenten aktuell, 4987 Aufrufen in den letzten 28 Tagen und 209,1 Stunden Wiedergabezeit. Das neueste Video zu meinem Fotorucksack von vor 2 Wochen, das ist richtig beliebt, hat schon fast 350 Aufrufe und auch überdurchschnittlich viele Likes und eine hohe Wiedergabezeit, sage ich mal so. Und die beliebtesten Videos der letzten 48 Stunden sind Lenovo ActivePen 3, ja, das ist schon die ganze Zeit sehr beliebt und auch das beliebteste Video auf meinem Kanal und auch der Fotorucksack. Super. Ja, also da muss ich mich auch nochmal zum Abschluss des Jahres hier bei euch bedanken. Dieses Jahr war wirklich Wahnsinn. Also wir haben alle Erwartungen, die ich hatte, irgendwie gebrochen. Ihr habt euch meine Videos so viel angeschaut wie noch nie, so viel Feedback dagelassen wie noch nie. Also das finde ich auch immer, da ist so viel positives Feedback dabei, so viel Vorschläge, was man noch machen könnte. Und mittlerweile habe ich es auch oft schon, dass ihr euch so gegenseitig in den Kommentaren helft. Das ist super. Im Moment kann ich noch alle Kommentare lesen, aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Werfen wir jetzt noch einen kleinen Blick in die Zukunft, nachdem wir sozusagen abgehakt haben, was jetzt aktuell so los ist. Im nächsten Jahr wird es natürlich einige Videos zum Thema Fotografie und Technik und was weiß ich nicht noch alles geben. In 2 Wochen im Speziellen geht es um meine tierischen Begleiter. Das letzte Video dazu ist von 2021, das ist über 2 Jahre her schon. Da wird es um so Dinge wie Smartphone, Laptop, Tablet, Kamera und auch Sonnenbrille und sowas gehen, was ihr da hinten vielleicht schon erahnen könnt, was da am Stuhl hängt. Und in 4 Wochen geht es dann im Speziellen nochmal um die Lumix LX100 Mark II und ob ich sie nach 6 Monaten immer noch empfehlen kann, welche Erfahrungen ich damit so gemacht habe. Und dann wird es in nächster Zeit, wie gesagt, noch Videos zu Fotografie und Technik geben, auch Videos zu Bildbearbeitung, speziell dann auch zu Frühlingsbildern, die mit dieser Kamera gemacht sein werden und dann von mir bearbeitet worden sind. Ich glaube, Futur 353 oder so, da muss ich mir ein Skript schreiben, wenn ich das korrekt sagen will. Dann wird es auch noch Videos zum Lenovo ActivePen geben und zu speziellen Apps, speziellen Microsoft Journal und Bamboo Paper und sowas. Und dann, was auch noch ganz spannend wird, es wird noch
mehrere Langzeitreviews geben, unter anderem zu meinem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr wusstet, dass der höhenverstellbar ist, weil der in meinen Videos immer so nach unten gefahren ist, also in Sitzposition. Seid da auf jeden Fall schon mal gespannt und schreibt euch unbedingt den 12.07. für nächstes Jahr in den Kalender. Da wird ein großes Projekt von mir veröffentlicht, sag ich mal so, oder präsentiert. Wie anfangs schon gesagt, hoffe ich, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest hattet. Die letzten Jahre waren ja sehr turbulent. Hoffen wir, dass das nächste Jahr ein bisschen ruhiger wird. Guten Rutsch ins neue Jahr für euch alle. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, was immer ihr noch wissen wollt, wenn ich irgendwas vergessen habe, was ganz wichtig ist. Lasst dem Video eine positive Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Fotografie- und Technikfreunden. Wir sehen uns dann im neuen Jahr hier wieder. Es sei denn, ihr wollt euch noch die Sprechstunde vom Herbst diesen Jahres hier an der Seite anschauen. Bis dahin. Ciao.